kamen die Jungs auf die Idee, flöte mal ein bisschen rum. Hallo und herzlich willkommen zum Höhenberger Fußballtalk. Heute mit Paco. Schön, dass du da bist. Danke auch. Und das nach einem Spiel gegen Halle 2:2 hier hinter uns. Und du hast getroffen zum 2:0, Elfmeter. Ja. Kannst du vielleicht nochmal sagen, was ging da so in dir vor? Was ging in mir vor? Gut, wir haben den Elfer bekommen. Ich habe mich eigentlich relativ gut gefühlt, sicher gefühlt. Da Cello ja unser Elfer-Experte ja noch leider verletzt ist, habe ich gedacht, komm, nehme ich mir den Ball und mach die Kugel rein. Und danach der Jubel hier auf die Tribüne, den hast du in der Saison schon mal gemacht, bei deinem ersten Tor. Warum dieser Jubel? Warum dieser Jubel? Jeder, der mich gut kennt, weiß, dass ich gerne rumpfeife und rumsinge, auch in der Kabine und wo auch immer. Und irgendwann gab es mal das Shooting bezüglich Torjubel, ich wusste nicht, was ich machen soll. Und dann kamen die Jungs auf die Idee, flöte mal ein bisschen rum. Und so ist mein Torjubel dann entstanden. Und jetzt bist du ja schon seit einigen Jahren hier, bist dienstältester Viktoria-Profi. Gibt es vielleicht so eine Sache, wo du sagen würdest, das ist die Entwicklung, die in diesem Verein passiert ist, die vielleicht am größten ist? Auch grundsätzlich, glaube ich, hat der Verein sich von Jahr zu Jahr super weiterentwickelt. Ich glaube natürlich, der größte Schritt und Sprung war, als wir aufgestiegen sind in die dritte Liga. Da ist einiges dann passiert, sei es mit Plätzen, sei es mit dem Stadion. Also ich glaube, da sind wir auf einem richtig guten Weg. Auch wenn das Spiel jetzt schon ein paar Tage zurückliegt, aber wo würdest du das Bayern-Spiel für dich einordnen? Ja, war natürlich ein absolutes Highlight für uns alle. Für mich natürlich auch persönlich, glaube ich, das Highlight-Spiel in meiner Karriere. Das hat riesen Spaß gemacht. Das war ein Bonusspiel für uns alle. Ich glaube, wir haben uns super verkauft, den Verein super präsentiert und ja, das ist das, was gezählt hat. Und du hast gesagt, Bonusspiel. Jetzt sind wir wieder zurück in der Liga und jetzt geht es am Samstag auch schon wieder weiter gegen Meppen. In Meppen. Was erwartest du für Gegner? Ja, ein ekliges Spiel auf jeden Fall. Meppen ist zu Hause immer eklig zu bespielen. Ich glaube, wir haben es letztes Jahr erlebt und sind da nicht so gut gestartet in Meppen. Ja, uns erwartet ein guter Gegner, der viele Torchancen kreiert, der viele Tore schießt, eine gute Mannschaft, da müssen wir auf jeden Fall auf der Hut sein. Wie sehr siehst du dich auch gefordert als Außenverteidiger, gerade bei Meppen, wenn die sehr offensiv spielen, viele Chancen haben? Ja, natürlich hellwach zu sein, eine gute Restverteidigung zu haben, weil sie mit sehr, sehr vielen Spielern direkt offensiv Tempo in die Tiefe haben. Da müssen wir als Defensivkollekt sehr gut arbeiten. Und dann wünsche ich euch dabei sehr, sehr viel Erfolg. Wir sehen uns dann in Meppen. Kommt gerne mit dazu, ansonsten auf Magenta. Wie gewohnt könnt ihr das Spiel mitverfolgen oder im Fußballradio. Danke, Paco. Danke auch. Und dann bis am Samstag. Ciao.